Meine Damen und Herren, schon die täglichen Nachrichten die täglichen über die verheerenden Auswirkungen der Hochwasserkatastrophe hier in dieser Region übersteigen unsere Vorstellungskraft. Wer aber in die verzweifelten Gesichter der Menschen hier, wer die von Erschöpfung gezeichneten Gesichter der Einsatzkräfte sieht, der kann mindestens erahnen, welches Leid die Menschen hier in dieser Region ertragen. Hier in den betroffenen Regionen in Nordrhein-Westfalen und natürlich auch ebenso im Nachbarland Rheinland-Pfalz. Wir haben Menschen getroffen, die vieles verloren haben. Viele haben alles verloren, was sie sich ihr Leben lang aufgebaut haben. Hab und Gut, ihr Heim, ihr Dach über dem Kopf. Wir sehen Ortschaften, wir sehen Gemeinden, die von Verwüstung, von Zerstörung gezeichnet sind. Vieles ist verloren und nicht leicht wiederherstellbar. Aber der größte Verlust, den haben diejenigen zu tragen, die Angehörige verloren haben in den Fluten. Wir trauern mit denen, die ihre Freunde, Bekannten, Familienangehörige verloren haben. Ihr Schicksal zerreißt uns das Herz. Es ist eine Zeit der Not und in der Not steht unser Land zusammen. Ich bin sehr froh darüber, dass nicht nur hier aus der Region, sondern aus ganz Deutschland Zeichen der Anteilnahme, des Mitgefühls, der Solidarität signalisiert werden. Und ich finde es sehr gut, dass die Länder und der Bund sehr frühzeitig signalisiert haben, dass denjenigen, die vieles verloren haben, die große Verluste erlitten haben, dass ihnen Hilfe zuteil werden soll. Und diese Hilfe, die zugesagt ist, soll auch gelten für die Gemeinden, die in den nächsten Tagen und Wochen nicht nur aufzuräumen haben, sondern die vieles wiederherzustellen haben. Straßen, die kaputt sind, Brücken, die verloren gegangen sind. Und deshalb ist es gut, dass solche Unterstützung zugesagt ist. Ich freue mich ebenso darüber, dass wir heute viel Gelegenheit gehabt haben, mit Einsatzkräften zu reden. Einsatzkräfte, die hier vor Ort, egal ob von den Feuerwehren, von der DLRG, vom Roten Kreuz, vom THW und vielen, vielen anderen Organisationen, dass viele von ihnen bis zur Erschöpfung und jenseits davon gearbeitet haben und wie wir eben gehört haben, bereit sind, hier zu bleiben, ihren Einsatz fortzusetzen. Ich danke ebenso neben den Einsatzkräften auch den manchmal vergessenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gemeindeverwaltungen, die die Einsatzleitung und viel Koordination, damit Einsatzkräfte überhaupt zum Einsatz kommen vor Ort, geschultert haben. Das ist nicht nur viel Arbeit, das ist vor allen Dingen viel Verantwortung, weil der Bedarf und der Ruf nach Hilfe aus allen Teilen der Region natürlich groß und drängend ist. Mein wirklich tief empfundener Dank, den ich, glaube ich, im Namen aller Deutschen hier ausrichten kann. Wir sind heute am vierten Tag des Hochwassers in der Region. Das Wasser geht zurück, aber möglicherweise wird erst in den nächsten Tagen sichtbar werden, welche Schäden bleiben. Möglicherweise wird erst in Wochen geklärt werden können, wie groß die Schäden sind, die zu ersetzen sein werden. Vielleicht erst zu einer Zeit, in der das Hochwasser, die Katastrophe, die Tragödie, die viele Menschen hier erlebt haben,
schon gar nicht mehr die Titelseiten der deutschen Tageszeitungen bestimmen. Ich sage das, weil die Menschen hier darauf vertrauen, dass die Solidarität, die signalisiert wird, auch weiterhin besteht. Auch wenn die Headlines der deutschen Tageszeitungen von der Hochwasserkatastrophe nicht mehr dominiert werden. Denn der Schaden ist groß, die Aufräumarbeiten werden dauern und die Unterstützungsbereitschaft, sie muss anhalten. Im Großen wie im Kleinen. Und jeder kann etwas tun. Sie alle wissen, Spendenkonten sind eingerichtet worden und wer will, kann sie über die Tageszeitungen erfahren. Jeder kann seinen Teil dazu beitragen, dass ein wenig von der Not der Menschen hier in den betroffenen Regionen gelindert wird. Wir dürfen nicht vergessen, vielen Menschen hier in den Regionen ist nichts geblieben außer ihrer Hoffnung. Und diese Hoffnung dürfen wir nicht enttäuschen. Vielen Dank. Haben Sie Fragen? Dankeschön. Ja, meine Damen und Herren, auch wenn die Kamera 2 uns nimmt, die 1 wäre uns auch recht gewesen. Also, meine Damen und Herren, ein Bundespräsident äußert sich, aber er beantwortet sehr selten Fragen. Deswegen haben wir das jetzt hier so gezeigt. Deswegen ist auch Armin Laschet, der den Besuch mit ihm gemeinsam gemacht hat, tatsächlich nicht gemeinsam mit ihm vor die Presse, sondern er gibt jetzt separat sein Statement. Landrat Frank Rock. Wir haben zunächst dem Bundespräsidenten zu danken, dass er hier nach Erftstadt gekommen ist. Eine Stadt, die ganz besonders von dem schrecklichen Unwetter betroffen war und wo auch in Windeseile spürbar war, wie das Leben von einer Sekunde auf die andere nicht mehr gleich war. Wir haben uns heute die Situation vor Ort angeschaut. Die Lage ist immer noch dynamisch. Die Einsatzkräfte sind immer noch unterwegs. Ich denke derzeit in einem Altenheim, wo noch mal eine besondere Situation aufgetreten ist. Wir versuchen, die Erft zu stabilisieren, den Fluss, der den Boden auch aufgeweicht hat und viele Folgewirkungen noch hat. Und alles das findet jetzt zur Minute noch statt. Wir haben mit Anwohnern geredet, die nicht zurück können in ihren Ort. Blessem, der Ort, der zur Erftstadt gehört und am gestrigen Tag ganz besonders betroffen war. Und wir haben gleichzeitig auch die Bundesstraße gesehen, wo immer noch nicht alle Fahrzeuge geborgen sind. Und wir die Situation haben, dass bisher glücklicherweise keine Todesfälle passiert sind. Ganz sicher weiß man es noch nicht, weil noch nicht alle Fahrzeuge und alle Keller inspiziert worden sind. Und beeindruckend auch für mich war die Begegnung mit den Rettungskräften. Das sind einmal die, die das professionell machen und jetzt im Einsatz sind. Und das sind zum anderen die, die sich ehrenamtlich engagieren. Viele derer, die Sie hier sehen, bei den Johannitern, beim THW, bei der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft, DLRG, machen das ehrenamtlich, sind freigestellt worden von ihren Arbeitgebern, damit sie diesen Einsatz leisten. Und das ist das für mich Beeindruckende, dass man sieht, wenn eine solche Krise auftritt, dann ist das Land in der Lage, sehr schnell, sehr solidarisch zu handeln. Dann sind Hunderte bereit, alles stehen und liegen zu lassen und vor Ort ihre Arbeit zu leisten. Und deshalb mein Dank an all diese Helferinnen und Helfer. Wir werden als Land in den nächsten Tagen alles tun, die Mittel zu organisieren, die jetzt nötig sind in der Direkthilfe. Hier in Erftstadt wird Menschen, die in Not waren, sehr unbürokratisch Geld ausgezahlt. Man kann sich ja vorstellen, wenn eine ganze Wohnung zerstört ist, nichts mehr da ist,
gibt es auch kein Geld mehr, keine EC-Karte mehr, gar nichts mehr. Und da unmittelbar zu helfen, ist das Allerwichtigste jetzt in den nächsten Tagen. Und dann wird man natürlich strukturell Städten wie Erftstadt und vielen anderen im ganzen Land helfen müssen, das alles wieder aufzubauen. Und der Wiederaufbau, das ist die große Aufgabe, wo Land und Bund zusammenarbeiten. Ich werde schon in den nächsten Tagen auch noch einmal mit dem Bundesfinanzminister sprechen, was Bund und Land hier gemeinsam bewegen können. Heute noch einmal mein Dank an alle, die hier tätig sind. Mein großer Respekt für das, was hier geleistet wird und auch wie das organisatorisch zusammenläuft. Das können sich viele Menschen wahrscheinlich gar nicht vorstellen. Die wissen, was hier zusammengeführt werden muss. Wir waren gerade kurz beim Krisenstab, bei der Arbeit. Alle Einheiten zusammenzubringen, alle Hilfsangebote zu ordnen und dann dahin zu bringen, wo Hilfe nötig ist, das ist die Aufgabe, die jetzt geleistet werden muss. Mein Dank an alle Akteure hier in Erftstadt. Ja, ich möchte mich diesem Dank gerne anschließen. Der Dank gilt aber auch unserem Bundespräsidenten und auch unserem Ministerpräsidenten, dass sie den Weg zu uns in den Rhein-Erft-Kreis gesucht haben und auch gefunden haben. Wir haben eine Situation, die wir uns vor einigen Tagen, vor einigen Wochen nicht vorstellen konnten. Und ich glaube für mich, das Wichtigste ist das Thema Helfen und Danke sagen. Die Solidarität, die wir spüren bei all den Beteiligten, vor allem natürlich mit dem Blick auf die Bürgerinnen und Bürger, die hier wirklich psychisch ihr Hab und Gut verlieren, auch im Grunde genommen in der Situation sehen, hilflos zu sein, dass wir in der Solidarität hier im Rhein-Erft-Kreis, aber auch im Land und Bund es schaffen, solch eine Krise gemeinsam zu meistern, trägt uns alle, die hier in Verantwortung sind, in der Krise. Und darum kann ich meinen großen Dank nur an alle aussprechen, die hier mit Kleinigkeiten, mit großen Dingen helfen. Und so können wir gemeinsam als Team hier im Rheinland, aber auch mit den Hilfen aus dem Land, vom Ministerpräsidenten, vom Kabinett, aber auch genauso vom Bund die Krise meistern. Mein Dank an alle, die hier gemeinsam am einen Strang ziehen. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Zuhörende, der Besuch des Herrn Bundespräsidenten und des Herrn Ministerpräsidenten ist uns eine große Ehre. Und sie zeigt ganz deutlich die Wertschätzung unserer Arbeit und die tiefe Verbundenheit zu unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern hier in Erftstadt. Ich wünsche allen Betroffenen, wir reden hier von etwa 6.000 Menschen bei einer Stadt von rund 50.000 Einwohnern, von Herzen, dass sie viel Kraft haben mögen in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen und Monaten beim Wiederaufbau ihrer Wohnungen und bei der Zurückkehr in ihre Ortsteile. Ich bin zutiefst betroffen und ich möchte hier ganz deutlich mein Mitgefühl ausdrücken. Und ich darf Ihnen sagen, dass wir hier mit aller Kraft daran arbeiten, rund um die Uhr Ihnen hier Hilfestellung anzubieten und unbürokratisch auch finanzielle Hilfen zu geben. Unser Krisenstab wurde unmittelbar eingerichtet und ich bin überaus dankbar, dass wir bundesweit Unterstützung erhalten haben. Es sind 6 Rettungshubschrauber im Einsatz, 35 Rettungsboote aus dem ganzen Bundesgebiet, die uns hier vor Ort unterstützen. Und so wird es jetzt in den nächsten Tagen erforderlich sein, die Infrastruktur wieder aufzubauen, den Verkehrsinfarkt, den wir zwischen unseren beiden großen Ortsteilen Lechenich und Lippla hatten, jetzt wieder herzustellen und aufzulösen, sodass wir auch die Nahversorgung der Evakuierten sicherstellen können. Wir haben immer noch in unseren beiden Unterkünften viele hundert Menschen untergebracht, die unsere Unterstützung benötigen. Und ich danke auch ganz ausdrücklich allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern, die sofort ihre Hilfe angeboten haben, Unterkünfte bereitgestellt haben und einfach für uns da sind. Meinen ganz herzlichen Dank dafür. Das ist ein großes Zeichen der Solidarität und Unterstützung in diesen schweren Stunden. Bitte halten Sie die Kraft und die Stärke, die nächsten Wochen und Monate hier durchzuhalten. Dankeschön. Moment.
Ja. Ich habe die Gruppe von Spiegel gefragt. Wir haben mit Betroffenen gesprochen, die sich alleine fühlen und auch gesagt haben, dass sie nicht gut sind. Müsste mal der Landrat sagen. Also, ja, sagen Sie mal. Also in so einer Katastrophenlage, die auch noch nie da gewesen ist, von frühen Bahnsystemen zu sprechen. Also wir haben auf der Brücke zur 265 angesprochen, da ist ein Teil weggebrochen. Die Autos sind in Minuten vollgefahren, geflossen. Das schafft man nicht. Das ist eine außergewöhnliche Situation. Wir haben alle die Wetterwarnungen erlebt. Jeder von uns, der hier wohnt im Rhein-Erft-Kreis, hat gemerkt, es kann Regen kommen. Aber so wirklich spüren kann man es dann erst in dem Falle, wenn es dann auch so ist. Und dann wächst das Wasser schneller, als wir gucken können. Und ich glaube, dass dieses Gefühl da ist. Wir aber alles dafür tun werden, dass, sagen wir, die Hilflosigkeit ein Stück ein Ende hat. Wir arbeiten 24 Stunden daran. Aber in der Krisensituation zu sagen, man hätte früher melden müssen. Wir haben Situationen, wo Bürger viel zu früh in ihre Häuser zurückgekehrt sind. Also ich glaube, nach der Krise kann man analysieren, wie man hätte Dinge verändern können. Wir sind aber noch in der Lage, dass wir die Krise am Bewältigen sind. Eine Frage noch nach. Ja, ich habe es ja gerade eben beschrieben. Wir sind da im Moment ja noch mitten in der Lage. Situation, weil wir nicht wissen, wie entwickelt sich die Erft da weiter. Wir müssen jetzt sehr schnell auch Experten für Statik hierher bringen, die genau das untersuchen. Wie ist die Lage der Häuser? Wie statisch sicher sind die? Was ist mit den Brücken? Und dann wird die nächste Aufgabe sein, der Wiederaufbau. Und das ist das, wo wir als Land und Bund alles tun müssen. Das, was wir erleben, ist eine Jahrhundertkatastrophe. Es ist auch eine nationale Aufgabe und ich bin deshalb froh, dass sowohl der Bund als auch die Kollegen, Ministerpräsidenten in den anderen Bundesländern alle gesagt haben, wir stemmen das zusammen. Und das ist gleichzeitig, in diesen Worten liegt auch die Zusage, ganz Deutschland wird hier dieser Region helfen. Alleine werden das weder die Kommune noch das Land stemmen können. Aber wir werden alles tun, dass wieder aufgebaut werden kann, was wieder aufzubauen ist. Für die Menschen, die unzureichend versichert sind, können Sie da garantieren, dass sie... Ja, das ist dann die nächste große Aufgabe, genau zu sehen, wo sind Härtefälle. Und wir haben uns vorgenommen, dass wir das oder Hochwasser 2002 und dann 2013 noch einmal zum Maßstab nehmen, um sowohl individuell zu helfen, in Härtefällen zu helfen und gleichzeitig bei der Struktur, beim Wiederaufbau auch da zu sein. Nur das kann man im Moment noch nicht für jeden Einzelfall beantworten. Es wird aber eine strukturelle Hilfe geben, die denen, die in Not sind, zugutekommt. Und das, was mich aber die nächsten Tage beschäftigen wird, was auch im Landeskabinett eine Rolle gespielt hat, wir müssen alles tun, dass nicht Obdachlosigkeit entsteht. Man spricht jetzt schon so leicht über Wiederaufbau, aber eben als wir auf dem Feldweg standen, sind uns zwei Menschen begegnet, eigentlich guter Dinge, aber sie können nicht in ihr Haus zurück. Und wenn man sich das für sich einmal persönlich vorstellt, wenn man mir jetzt sagen würde, du kannst jetzt gleich, wenn du hier fertig bist, nicht in dein Haus zurück, dann kannst du Glück haben, dass du Freunde hast oder Verwandte hast, wo du unterkommst. Aber der das nicht hat, der braucht jetzt unmittelbar Hilfe. Und das sind die Aufgaben, die die Bürgermeisterin, der Landrat, auch ich selbst, nicht mich in den nächsten Tagen widmen will. Wie können wir genau denen helfen, die nicht wissen, wo sie hin sollen? Und das vergisst man oft, wenn man über die ganz großen Szenarien spricht, was das für jeden Einzelnen bedeutet. So, deshalb ist das meine erste Priorität in den nächsten Tagen. Okay, herzlichen Dank. Herr Laschet, herzlichen Dank. Trotz des Ereignisses sich ändern. Was braucht es? Warum legen Sie in eine Frage, eine Unterstellung? Wir müssen den Klimawandel ernst nehmen. Wir haben ein Klimaausstiegsgesetz, also ein Klimagesetz des Bundes verabschiedet. Hier in dieser Region steigen wir
schneller als alle Planungen meiner rot-grünen Vorgängerregierung, 10 Jahre früher aus der Kohle aus, was gerade für diese Region, auch für die Arbeitsplätze eine Menge bedeutet. Aber wir sagen, es ist wichtig, weil der Klimawandel eine große Herausforderung ist. Und wir haben zum Zweiten ein Klimaanpassungsgesetz im Land beschlossen, das genau mit solchen Situationen umgehen soll. Und ich werde mich dafür einsetzen, vielleicht gemeinsam mit anderen Ländern, dass auch auf der Bundesebene Klimaanpassung genauso ernst genommen wird wie der Kampf gegen den Klimawandel. Und meine Aussage war, wir brauchen da mehr Tempo und genau daran arbeiten wir. CO2 reduzieren, damit Deutschland seinen Beitrag leisten kann. Okay, danke schön.